Können Sie wir? Eine unbekannte Größe oder nennen Sie mich, wie Sie wollen. Das Glück hat einen Schwanz, singt und sitzt auf einem hohen Baum. Das Glück ist ein Schwein, das mir vom Herzen fällt. Glück ist eine Gelegenheit, Glück ist eine versäumte Gelegenheit. Glück ist in einem Land leben, das gerade nicht bombardiert wird. Das Glück ist ein Vogel. Glück, sagt man, hatte der Rennfahrer, dessen Rivale verunglückte. Glück ist schneller sein. Glück ist langsamer sein. Das Glück ist launisch wie der Wettergott. Das Glück ist nicht immer, was es scheint. Das Glück ist, wie es ist. Das Glückszentrum, die Glückspille, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Alle Menschen streben nach dem Glück. Heinz Fischer Karwin strebt nach dem Glück. Frau Gundel Nagel strebt nach dem Glück. Dr. Wolfgang Kraus strebt nach dem Glück. Herr und Frau Havidka streben nach dem Glück. Peter von Tramin strebt nach dem Glück. Ministerialrat Dr. Hans Brunmeier strebt nach dem Glück. Das große Rundfunkorchester strebt nach dem Glück. Frau von Zimmer-Lehmann strebt nach dem Glück. Was ist das Glück? Das Glück ist das, wonach alle Menschen streben. Viele Glücksbringer werden angeboten und verkauft. Eheringe, Lotterielose, Eigenheime. Für unser Glück tun wir alles, was wir können. Alles, was wir tun können, ist für unser Glück alles, was wir tun können, zu tun. Das Glück kommt, das Glück geht, das Glück hat viele Namen. Der geometrische Ort des Glücks ist das Glück. Ohne Glück kein Glück. Das Glück ist ein Mann, das Glück ist eine Frau, das Glück ist ein Kind, das Glück ist kein Kind. Das Glück hat sein spezifisches Gewicht. Das Glück hat seinen Platz im Spektrum. Das Glück Das lässt sich von Glück lässt Sprechschülern sich von deklinieren. Sprechschülern Ich deklinieren. habe Glück, Ich habe du Glück, hast Glück. du hast Haben Glück. Sie Glück? Haben Sie Glück? Und was bedeutet Glück für Sie persönlich? Das ist schwer zu beantworten, weil es im Laufe des Lebens Verschiedenes bedeutet. In der Jugend ist etwas anderes wichtig. In jungen Jahren ist Liebesglück oder Erfolg im Beruf etwas Wichtiges. Und je älter man wird, umso mehr denkt man an die Vermeidung von Krankheit oder Verluste lieber Menschen. Das heißt, in späteren Jahren bedeutet es etwas total anderes. Das heißt nämlich, dass Glück in diesem Fall die Abwesenheit von Unglück ist. Außen lassen, die Verantwortung lösen.